Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ich habe mal was ganz Tolles für euch. Vielleicht interessiert euch das ja und deshalb mache ich das mit euch zusammen. Ich bin natürlich ins Spiel eingeloggt, habe mich schon etwas vorbereitet und wie ihr sehen könnt, habe ich hier etwas im Briefkasten. So, ich erkläre euch das Schritt für Schritt. Ich hoffe, es klappt ganz gut, so dass es ihr auch versteht. Und zwar gibt es hier ein geheimnisvolles Objekt und zwar ist das eine goldene Kartoffel. Du findest vielleicht einen goldenen Gegenstand. Es sieht irgendwie aus wie eine Kartoffel. Wer weiß, welche Geheimnisse sie birgt. Die habe ich mir eingefordert. Die will ich jetzt auch haben. So. Und dann habe ich noch mir etwas eingefordert und zwar einmal diese Eisenbarren und ein Mickey Mouse Dingens. Das hole ich mir auch. Das ist eine schöne Belohnung. Da gibt es Geschenke. So, jetzt habe ich diese Dinge eingefordert. Jetzt habe ich die in mein... Wartet. In meinem Rucksack, ne? Das ist ein Quest-Gegenstand. So, das tue ich jetzt einfach mal hier runter. So, diese goldene Kartoffel bekommt ihr. Jetzt geht's los. Jetzt passt schön auf, meine Lieben. Und zwar geht ihr auf Einstellungen, dann geht ihr auf Hilfe. So, und hier gibt ihr jetzt bitte ein, wartet, ich mache das zusammen mit euch, damit wir das hier Schritt für Schritt machen. G, P, U, T, minus, O, A, T, O, minus, L, D, F, S, minus, E, N, N und M. So, und dann fordert ihr das ein und dann habt ihr das in eurem Briefkasten. Okay? Gut, super. So, die Geschenke, ja, die gebt ihr ein mit dem Code. Oh nein, jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Ein Moment, da muss ich das leider nochmal woanders mir raussuchen. Es tut mir leid. Das hatte ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber ist nicht weiter schlimm, das kriegen wir hin. Und zwar gibt ihr da ein C E N T E N N I A und L. Ja, dann gebt ihr dieses Wort ein, dann bekommt ihr diese Geschenke. So, dann hätten wir das. Okay, was machen wir jetzt aber mit dieser goldenen Kartoffel? Eine sehr gute Frage, ne? Aber auch das weiß ich durch eine ganz, ganz zuverlässige Quelle. Jetzt will ich aber hier raus. So. Wir gehen jetzt mit dieser goldenen Kartoffel, Quatsch, die ihr aber jetzt nicht beitragen müsst. Ihr müsst die einfach nur besitzen. Gehen wir jetzt zu Remi nach Hause. Die Morgenflut ruft nach mir. Ich fass es nicht. Oh mein Gott, ich werde hier voll gelabert, Leute. So, wir gehen jetzt nicht ins Restaurant. Wir gehen zu Remi nach Hause. Und da müsste jetzt irgendetwas sein. Und zwar seht ihr hier an der Anreiche oder am Kühlschrank oder wie auch immer etwas glitzern. So, da interagieren wir jetzt mit und bekommen eine, ihr werdet es nicht glauben, eine rote Kartoffel. Cool, oder? So, mit dieser roten Kartoffel... gehen wir jetzt ins Remi-Restaurant. Ja, ich glaube, das war so. Also, wir gehen jetzt... Wow, was ist, war das denn jetzt? Wir gehen jetzt die rote Kartoffel kochen. Und zwar mit den Zutaten. Das machen wir jetzt auch zusammen. Also, ich hoffe, ich habe jetzt auch alles da, ne? Ich guck erstmal, ob ich alles habe, bevor ich die dann koche. Ein Moment, ich bin noch beim Gucken. Ja, müsste klappen. Ach so, warum gehe ich jetzt überhaupt raus? Gut, also, wir kochen jetzt die rote Kartoffel mit ein bisschen Chili.
mit einer Himbeere. Und ein bisschen Slush-Eis. So, ich hoffe, das war es jetzt auch. Rote Kartoffel, Slush-Eis. Ach so, und Hummer. Und Hummer brauche ich noch. Ganz wichtig. Und ein Hummer. So, also das sind die Zutaten. Rote Kartoffel, Chili, Himbeeren, Slush-Eis und Hummer. Und jetzt kochen wir das Ganze. Und bekommen geeister roter Eintopf. Igitt. So, genau. Okay, das haben wir jetzt vorhanden. Jetzt gehen wir damit. Jetzt gehen wir damit. Ins Schloss. Erstmal. Dann geht es nämlich von da aus weiter. So, und dann müssen wir in Remis Reich. Ich hoffe, das ist hier. Ja, wunderbar. So, dann gehen wir hier zur Anreiche, interagieren damit und packen dieses Gericht hier rein und bekommen etwas dafür. Und zwar bekommen wir Tobener roter Trank bringt die Würze des Lebens zurück in etwas, das leblos geworden ist. Ja, ja, das bekommen wir. Das ist also das Ergebnis von der roten Kartoffel. So, jetzt gehen wir wieder raus. So, jetzt muss ich wieder umswitchen, weil ich kann mir das ja nicht behalten, ne? Ich musste mir das alles aufschreiben. So, jetzt machen wir die Sache mit der goldenen Kartoffel, die ich ja immer noch im Rucksack habe. Dann müssen wir damit da laufen wir jetzt hin. Einen Moment. Achso, wartet mal, ich werde auch noch mal ganz kurz Himbeeren einsammeln. Weil das brauche ich fürs Event. Weil ich muss die verkaufen. Waren das Himbeeren oder waren das Blaubeeren? Oh Mann, wartet mal kurz. Ein Moment. Ach nee, das waren Blaubeeren. Verdammt. Egal. Jetzt habe ich Himbeeren eingepackt. Gut, also wir gehen jetzt runter in Sachen goldene Kartoffel. Zum Strand. Einmal hier in die Höhle rein. So, dann laufen wir ganz nach unten. Wow. So, ganz nach unten müssen wir. Ganz nach unten? War das jetzt ganz nach unten? Bin ich jetzt... Einen Moment. Ganz nach unten. Nee, wartet. Bin ich doch einmal zu weit unten? Moment, jetzt weiß ich gerade nicht. Gut, meine Lieben, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also, wir gehen in die Höhle, wir gehen aber nicht ganz runter. Ja, das war jetzt ein Fehler, es tut mir leid. Wir gehen, passt mal auf, hierher, ne, wo wir die ganzen Pflanzen eingepflanzt hatten. Dann gehen wir hier an diese Ablage, da sind drei Fragezeichen. Und hier geben wir jetzt die goldene Kartoffel rein und bekommen dafür eine goldene Karotte. Ja, so, mit dieser goldenen Karotte gehen wir... Wartet, jetzt muss ich wieder raus, weil hier kann man nicht porten, hier drin, glaube ich.
Nein, weil wir bekommen hier die Karte nicht auf. Gut, dann gehen wir mit der goldenen Karotte zum Spot 2. Und zwar... in das Schloss von Erik und so und Anna und, na, ihr wisst schon. So, hier müssen wir... Quatsch. Falsch. Nicht in das Schloss. Entschuldigt. Nicht in das Schloss. Guten Morgen, helle, große, wunderschöne Welt. Ja. Nein, wir müssen nämlich, in die Höhle von Elsa, ja? Nicht in das Schloss, sondern in die Höhle. Oh, wartet, ich nehme noch mal die Kiste hier mit. So. In die Höhle. So, einmal hier rein. So, dann haben wir hier am Tisch auch 3 Fragezeichen. Dort tun wir die goldene Karotte rein. So, dann bekommen wir dafür eine goldene Krabbe. So, wir gehen wieder raus. Mit dieser... Hoppala. Mit dieser goldenen Krabbe... gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück und gehen jetzt in das Schloss von Disney. In das schöne Disney-Schloss. Dazu müssen wir ganz nach oben. Ich hoffe, das war jetzt auch ganz nach oben. Ich glaube aber schon. So, ganz nach oben. Dann müsste hier, genau hier, ist auch wieder 3 Fragezeichen. Dort tun wir die goldene Krabbe rein. So, und dann bekommen wir auch wieder was Schönes. Und zwar den goldenen Nachtdorn. So, mit diesem goldenen Nachtdorn müssen wir jetzt auch irgendwo hin. Und das machen wir auch. So, einmal raus. So, dazu gehen wir jetzt hierher. Und wir haben uns einfach mal bei Merlin im Haus begeben. Und jetzt habe ich das wieder vergessen. In Merlins Haus. Ach ja, genau, hier. Da sind die 3 Fragezeichen und geben dort die Nachtdornen rein. Und bekommen als Belohnung den goldschimmernden Trank, hat die Kraft der Sonne Wärme zu spenden, wenn es etwas kalt geworden ist. So, genau, das ist also von der roten Kartoffel, das ist von der goldenen Kartoffel, das ist einfach zu verkaufen, das ist unwichtig. So, und das ist eines der Geschenke, genauso wie... Wie was eigentlich? Was habe ich denn noch? Ach ja, genau, diese Mickey-Maus-Dingens, ne? Wartet mal. Genau, da gehen wir mal zur Sammlung und dann Kleidungssets. Genau, da haben wir ja diese schmelzende, platinfarbene Mickey-Ohren haben wir dafür bekommen. Genau, und das ist die Belohnung von dem zweiten Code, ne? Was ihr im Briefkasten hattet mit den Eisenbarren. Mit dem hier zusammen, ne? So, meine Lieben, dann würde ich sagen, mache ich heute Schluss, mache ich für heute Schluss, so rum. So, ich denke, ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen was geboten. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für meine zuverlässige Quelle. Und dachte mir, ich lasse euch dabei daran auch teilhaben. Ne, das ist natürlich sehr, sehr wichtig für mich. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Lasst mir gerne ein paar Kommentare dazu da und vielleicht auch ein paar Däumchen und so. Ja, ihr wisst schon, ne? Eigenwerbung halt.
Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann einfach mal weiter, indem ich diese Säule nochmal versuche zu fotografieren, ja, um die Quest dann mit Olaf fertig zu kriegen. Also, meine Lieben, macht es gut, bis dann, bye bye.